3:3 gegen die TSG Hoffenheim, und das war heute tatsächlich auch ein Rückschlag für Borussia Dortmund, denn nach einer 3:0-Führung noch den Sieg zu Hause aus der Hand zu geben, das darf einer Mannschaft nicht passieren, das darf auch einem Spitzenreiter nicht passieren, und ja, es ist teilweise erklärlich, die einfachen Fehler, die sich der BVB erlaubt hat, aber trotzdem unerklärlich, dass er jetzt zum dritten Mal binnen einer Woche eine Führung noch aus der Hand gibt. Dieses 3:3 bedeutet nicht nur den Verlust von 2 Punkten ja im Endeffekt, sondern es macht natürlich auch das Meisterschaftsrennen wieder ein bisschen spannender. Insgesamt hat der BVB offensiv das Spiel lange im Griff gehabt, die erste Halbzeit klar dominiert und sich dann von stärker werdenden Hoffenheimern in der zweiten Halbzeit ja dann doch noch irgendwie das Fürchten lehren lassen. Unnötig, ärgerlich, dämlich. Am Ende steht 1 Punkt, es hätten 3 sein müssen, und mit diesen Fehlern, die der BVB begangen hat, muss er sich in den nächsten Tagen dringlich beschäftigen, denn bei einigen ist das Muster wiederkehrend, das muss der BVB dringend abstellen. Es war schon extrem bitter, dass Jaden Sancho eigentlich ein super Spiel gemacht hat und dass am Ende trotzdem für Borussia Dortmund nur 1 Punkt dabei herausgesprungen ist. Vielleicht das beste Spiel, was Sancho im Trikot des BVB gemacht hat. Ein Tor wurde nicht anerkannt, eins hat er gemacht, eins hat er direkt aufgelegt. Beim Tor von Rafael Guerrero hat er den Hackenpass auf Mario Götze gespielt. Also ein fantastisches Spiel dieses jungen Spielers, der einfach munter drauf losspielt, der sich nicht beeindrucken lässt, der auch in dem Verlaufe dieser Saison jetzt eine gewisse Reife in sein Spiel bekommen hat, nicht nur ein ungestümer Stürmer ist, sondern schon mit sehr viel Gefühl auch spielt für die Situation. Und der Gegenspieler Stefan Posch wird sicherlich einige Schwindelgefühle gehabt haben. Gerade in der ersten Halbzeit gab es eine Szene, wo Sancho ihn auf den Bierdeckel eingedreht hat, so kann man es formulieren. Trotzdem ein unvollendeter Tag für den jungen Engländer, denn am Ende steht nur ein 3:3 Unentschieden, das sich angefühlt hat wie eine Niederlage. Borussia Dortmund hat ein Problem in der Verteidigung bei Flanken und bei Standardsituationen. Heute 2 Gegentore nach Flanken, wie auch schon in Frankfurt beim 1:1, wie auch unter anderem gegen Bremen im Pokalspiel und heute wieder. Und auch nach Standardsituationen, das 1:0 gegen Bremen mit so einer Halbfeldflanke und heute das 3:3 kurz vor Schluss. Eigentlich Sachen, die man relativ leicht verteidigen kann, wenn die Staffelung stimmt, wenn die Zuordnung stimmt, wenn die Laufwege passen und wenn man konzentriert ist und aggressiv zum Ball geht. Schafft der BVB im Moment nicht und handelt sich damit große Probleme ein. Das Gute daran ist, diese Probleme kann man eigentlich relativ leicht abstellen, aber es ist auch dringend nötig, wenn der BVB sich nicht vom Meisterschaftskurs abbringen lassen will. Die große Frage, die sich stellte, ist das die erste Delle, die der BVB jetzt hier erlebt? Ist es vielleicht eine kleine Krise sogar? Monatelang hat diese Mannschaft sehr souverän gespielt. Nun hat sie 3 Spiele in Folge nicht gewonnen, wenn man das Pokalspiel mit einbezieht. Hat in dieser Phase auch 6 Gegentore jetzt kassiert innerhalb von 4 Tagen. Also ist schon auffällig, dass die Mannschaft es im Moment nicht hinbekommt, Führungen auch über die Zeit zu bringen, einen Sieg nach Hause zu bringen. Und sie belohnt sich im Moment nicht für streckenweise gute Leistungen in der ersten Hälfte. Heute dann auch auffällig die zweite Hälfte ganz anders. Dortmund hat kein Mittel gefunden gegen die veränderte Taktik, die Hoffenheim dann an den Tag gelegt hat. Sie haben dann sehr früh gepresst und im Dortmunder Spiel fehlte jemand, der da die Ruhe bewahrt, der auch vielleicht das Heft in die Hand nahm. Man hat es leider auch nicht von Axel Witzel gesehen in dieser Phase. Und die Ursachenforschung ist schwierig. Beschreiben, was da gerade passiert, das kann jeder, aber warum es passiert, das ist vielen schwer gefallen. Manfred Steves, der Co-Trainer, der an der Seitenlinie mitverantwortlich war für den erkrankten Lucien Favre, hat von einer gewissen Naivität gesprochen. Das ist sicherlich zum einen richtig. Es gibt auch in der Verteidigung junge Spieler, wie im Abdou Diallo oder auf der linken Seite Achraf Hakimi, die noch über relativ wenig Erfahrung verfügen. Doch das kann nicht der einzige Grund sein, sodass also in den kommenden Tagen auf jeden Fall Ursachenforschung angesagt ist. Denn die Aufgaben werden nicht leichter. Es geht nach Tottenham, dann kommt zwar Nürnberg, was auf dem Papier lösbar ist. Dann aber nächstes Heimspiel im Signal Iduna Park, Bayer Leverkusen, eine Mannschaft, die gerade zeigt, wie gut sie kontern kann, wie gut sie Fußball spielen kann.